Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Harry de Jong. Ja, wie ihr seht, ich stehe hier noch in Zaragoza oder wie der Deutsche sagt, in Zaragoza. Ich habe hier abgeladen bei diesem Kunden hier und ja, ich stehe jetzt hier noch, denn die HM-Trans, beziehungsweise in diesem Fall ist es ja der Jack, ist immer wieder für eine Überraschung bereit. Denn man hat mir eine Fracht aufgeladen, die eigentlich jetzt noch für den italienischen Markt bestimmt ist. Und das heißt für mich, ich muss nach Palermo. Und wenn wir uns das jetzt auf der Karte mal anschauen, dann werde ich jetzt über Barcelona, wie der Deutsche dann wieder sagt, oder Barcelona in der spanischen Aussprache. Dann muss ich hier über das kleine Stückchen Insel von Sassari nach Caligari und von Caligari nach Palermo. Also, diese Fahrt wird von Fährfahrten durchtränkt sein. Also, ich denke, da werdet ihr eine ganze Menge an Strecke mitnehmen. Ja, schauen wir mal, denn ich bin abfahrbereit. Es ist morgens kurz nach 7. Ich habe meine 11 Stunden Zeit voll gemacht. Und ja, schauen wir einfach mal da, was dann noch auf mich wartet. Ja, als erstes stellt das Telefon die Dispo dran. Ja, da werde ich mal eben dran gehen. Ja, hallo Dispo, Harry hier. Nee, im Ernst? Ja, okay, ihr könnt euch ja sonst noch mal melden, wenn ich dann in Palermo bin. Es wird ja ein bisschen dauern, dann. Ja, okay, gut. Ja, alles klar. Dann schlaft weiter in der Dispo. Nein, das habe ich natürlich nicht gesagt. War nur ein Spaß. Ich mag euch alle in der Dispo. Okay, ja, macht's gut. Ja, ciao. Ja, okay, Freunde, das war die Dispo. Denn wenn ich in Palermo leer bin, dann soll ich wohl zu Bella Ginotto fahren. Denn man hat mit Jacques gesprochen. Ich muss erst am Ende der Woche wieder in Frankreich sein, in Marseille. Und man hat wohl noch eine Tour von Bella Ginotto aus in Richtung Frankreich wieder, so dass es wirklich für mich ein Rundlauf wird. Ja, interessant. Also bin ich mal gespannt. Ja, die Abfahrtskontrolle ist natürlich gemacht. Und ja, dann wollen wir auch schon starten. So, mal schauen, dass wir wieder mit der Schaltung klarkommen. Aber ich muss jetzt eben erstmal den Spiegel ein bisschen einstellen. Der linke Spiegel hat sich doch wohl ein bisschen verstellt. Also ich muss da mehr drin sehen als nur meinen Spoiler. Ja, das gefällt mir schon besser. Ja, okay. Dann wollen wir mal loslegen. Ja, bei diesem Kunden recht unspektakulär. Also hier war wirklich nichts Spektakuläres. Abgeladen. Hab jetzt noch circa 4 Tonnen drauf für den Kunden in Palermo. Das wusste ich vorher auch nicht, dass es so werden wird. Aber ja, jetzt war ich glücklich, mal wieder in Spanien zu sein. Und zack, findest du dich auf dem Weg nach Italien wieder. Ja, jetzt sehe ich dann das nächste Problem, denn meine FPS-Zahlen sinken jetzt wieder. Denn natürlich habe ich das Schneideprogramm OBS auf. Und ich hoffe, dass sich das nicht allzu sehr im Video nachher widerspiegelt. Ja, also das ist das ewige Leid. Und ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so einen leistungsschwachen Rechner. Schauen wir mal, in der Hoffnung, dass es besser wird. Ja, herrlichstes Wetter hier in Spanien. Leider verlasse ich Spanien ja schon wieder. Aber erstmal kann ich natürlich noch diesen Sonnenaufgang genießen. Ja, und da steht auch schon ein Auto mit Warnblinkanlage. Ja, was ist denn hier los? Es ist nicht euer Ernst, ne? Dürft ihr hier nur rechts stehen oder? Ach nee, was ist denn das jetzt hier? Jetzt stehen hier alle rechts. Was ist denn hier jetzt los mit der KI?
Öfter mal was Neues. Ja, hier ist absolutes Chaos. Die fahren sich jetzt wahrscheinlich wieder gegenseitig in eine Karre. Ja, herrlich. Ja, so können die FPS-Zahlen natürlich nicht nach oben hingehen, wenn hier so viel Verkehr ist. Was ist denn hier jetzt passiert? Ja, das ist ja herrlich. Ja, so. Ja, klar. Jetzt kommst du mit deinem Rettungswagen hier. Kurz gehupt. Sorry, Stefan. Okay, hier scheint sich der Verkehr aufgelöst zu haben, aber was war das denn jetzt wieder für ein Schwachsinn? Das ist ja total blöde. Naja, irgendwo ran muss es wieder gelegen haben. So, bei Grün dürfen wir fahren, Herr de Jong. Ja, ich versuche mal auf die rechte Bahn zu kommen. Der PKW-Fahrer lässt mich schon mal nicht rein. Ja. Ja, es mit den FPS-Zahlen regt mich gerade wieder richtig auf. Jetzt habe ich hier 2025. Ja, das scheint wirklich an OBS zu liegen, weil wenn ich normal spiele, habe ich da wesentlich höhere Zahlen. So, noch einen Schluck Tee genommen. Kaffee habe ich schon hinter mir. Jetzt sehe ich gerade rechts den Spiegel, hätte ich auch noch ein bisschen weiter stellen können. So, das Schalten klappt auch schon wieder geschmeidiger. Wenn man so die ganze Woche Automatik fährt, dann ist das schon mal wieder ein bisschen Umgewöhnung. Ja, super. Gerade noch von gesprochen, das Schalten klappt schon wieder besser. Ja. Und dann war ich schon in der kleinen Gruppe drin und dann ist passiert. Ja, super. Ja, also da im Real Life, wie ich schon mal sagte, ich glaube, diesen Scania kriegst du gar nicht mehr mit Handschaltung. Zumindest nicht in dieser Ausführung mit diesem Getriebe. Also ich glaube, da ist wirklich 99% Automatik. Ach Mensch, ist das hier die Trucker-Romantik? Das ist ja hier. Spanien zeigt sich von seiner besten Seite. Das ist ja wunderbar. Sehr, sehr schön. So darf das weitergehen. Das Einzige, was nicht so weitergehen darf, sind die niedrigen FPS-Zahlen. Ja. So, haben wir. Vielleicht gehen die FPS-Zahlen jetzt wieder auf der Autobahn ein bisschen höher hier. So, der Kollege mit seinem Renault hier, der will mich doch nicht allen Ernstes überholen. Ach, ist das schön. Davon können wir doch eigentlich einen Screenshot machen, oder? Und noch einen hinterhersetzen. Das können wir doch eigentlich als Thumbnail nehmen. Das wäre doch mal was. Ja, ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Dass alles prima ist. Die ersten Wochen des Jahres laufen. Wir sind schon in der zweiten Kalenderwoche. Dieses Video, wenn ihr das jetzt hier seht, erscheint am Freitag, den 13. Ich hoffe, dass ihr nicht abergläubisch seid. Mir ist es erst bewusst geworden, nachdem heute Morgen der Mann in den Nachrichten gesagt hat, dass es Freitag der 13. ist. Sonst hätte ich da gar nicht so drauf geachtet. Deshalb hoffe ich, dass es euch gut geht, dass alles prima ist und ja, dass euer Jahr genauso verläuft, wie ihr es bis euch, ja, wie ihr es euch vorgestellt habt. Ja. So, schön auf die Mautstation zuballern. So, wollen wir mal rüber. Natürlich kommt da wieder ein PKW-Fahrer. Ja, komm, nehmen wir diese hier.
Nur die Links können wir nicht nehmen, weil dann kriegt die HM-Trans eine kleine Rechnung über eine Mautstation. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Ja, wie ihr seht, Spanien bin ich lange nicht mehr gefahren. Ansonsten hätte ich ja sofort hier die mittlere Spur genommen. In Frankreich passiert mir das eigentlich nicht. Spanien war ich lange nicht mehr, aber ja, wenn es dabei bleibt, bin ich jetzt auch erstmal lange Zeit nicht mehr in Spanien. So, was ist jetzt? Ah, du Heckenpenner. Ja, genau du. Nicht mal den LKW reinlassen. Da sind wir wieder bei Respekt für LKW-Fahrer. Herrlich. Gut, vielleicht liegt es daran, dass ich hinten zu viele Blinker habe. Das könnte durchaus sein. Vielleicht sollte ich mal hinten ein paar Blinker abbauen. Vielleicht hat er sich geblendet gefühlt. So, der Nächste, der mich nicht reinlässt. So, aber dann, jetzt ist meine Chance. Und wenn du hinten reinfährst, dann bitteschön. Nein, er tut's nicht. Ja, machen wir weiter im Content. An dieser Stelle möchte ich erstmal die neuen Abonnenten begrüßen. Schön, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Dass ihr euch auch diesen Quatsch hier anschaut. Wie einer virtuell mit dem LKW durch Europa fährt. Aber auch da, wie in meiner Beschreibung ja gesagt, ich versuche das immer so ein bisschen hinzubekommen, diesen Spagat zwischen virtuell und real life, dass auch da unsere LKW-Fahrerinnen und LKW-Fahrer mehr Anerkennung in ihrem Beruf bekommen. Denn man sieht es aktuell auf der A7, die gesperrt ist, aufgrund, dass da ein LKW wahrscheinlich Paraffin, also irgendwas Kerzenwachsartiges verloren hat, jetzt schon seit Tagen gereinigt wird und dass die ganze Logistikbranche darunter zu kämpfen hat. Weil ja, bei den ganzen Just-in-Time-Lieferungen müssen die jetzt riesengroße oder längere Transportwege in Kauf nehmen. Und vieles ist halt jetzt nicht einfach mehr in Lagern, Singular, Plural, genau. Da müssen die halt ein bisschen mehr Weg in Kauf nehmen. Deshalb, ja, sieht man das sehr schnell. Und ich möchte halt für ein bisschen mehr Respekt für LKW-Fahrer werben. Denn nicht alle, die meinen Kanal schauen, haben ja haben den LKW-Führerschein. Von daher möchte ich auch mit diesem YouTube-Kanal dafür werben. Schaut euch da gerne auch mal die Kanäle von den großen YouTubern an, die wirklich ihre Real-Life-Dokus machen. German Truck Driver, Andy, der Trailer-Bastard, auch wirklich ganz toll gemacht. An dieser Stelle, falls du irgendwann mal ein Video von mir schaust, Andy, viele liebe Grüße. Dann natürlich an Mölli, der auch seine Videos macht. Ja, wen haben wir denn noch? Den Andy. Ja, der macht auch noch Videos. Schaut einfach mal rein. Also wenn ihr da Real-Life-Content sehen wollt, da sind ganz, ganz viele LKW-Fahrer, die ihr Leben mit uns teilen. Finde ich auch ganz gut. Ja, ansonsten, was ist in der virtuellen Welt passiert? Auch da, ich musste wieder von dem abweichen, was ich eigentlich zu Anfang immer gesagt habe. Ich werde mir nie einen Zettel nehmen. Aber ich habe jetzt einen Zettel. Ja, große Dinge werfen ihren Schatten voraus. Denn das Erste, was ich sagen möchte, der Wolli ist back. Wolli ist wieder zurück. Hat nach etlichen Monaten mal wieder ein Video rausgebracht. Und ja, nimmt uns auch wieder mit in seiner virtuellen Welt. Von daher, ja, willkommen zurück, Wolli. Schön, dass du wieder da bist. Auch da wird wahrscheinlich der Big Boy dann irgendwann wieder auftauchen. Big Boy? Old Boy? Ha, an Peinlichkeit jetzt kaum zu überbieten von mir. Ja, also da, wie gesagt, der Wolli ist zurück. Ja, kommen wir zur HM-Trans. Unser Hermi ist in Trondheim leer.
oder zumindest in Trondheim angekommen. Er ist immer noch auf der North Map unterwegs. Auch da ganz tolle Map. Müsste ich eigentlich auch mal hinfahren. Mal schauen, vielleicht treibt mich da auch noch mal die Story hin. Ja, unser Mitarbeiter des Jahres, der Stefan. Von Stefan gibt es noch kein neues Video. Aber auch da, wie an dich und an Hermi, gehen natürlich Grüße raus. Ja, unser JJ. Unser JJ ist auch schon wieder fleißig unterwegs. Der tankt dann auch mal gerne Diesel für 2,15 Euro. Und ja, JJ, an dich gehen auch schöne Grüße raus. Ich soll dir auch noch schöne Grüße bestellen von meinem alten DAF XG Plus. Denn ich glaube, nichts triggert dich mehr als ein DAF XG Plus. Von daher, schöne Grüße von einem ehemaligen DAF XG Plus Fahrer. So, Freunde, was ist denn jetzt hier wieder los? Und kaum spricht man von einem DAF XG Plus, dann taucht er auch schon auf. Guck mal, das ist ein Kollege, JJ. Hast du das gesehen? Der lässt mich sogar glatt rein. Dann wollen wir uns auch mal gleich bedanken bei ihm. Ja, das sind die DAF XG Plus Fahrer. Ne? Kollegen. Partner im Verkehr. Genau. Ja, also an dieser Stelle auch schöne Grüße gehen an dich raus, JJ. Ja, unser ehemaliger Mitarbeiter, was heißt unser ehemaliger? Mein ehemaliger Kollege, der Raimi, hat am Sonntag auch wieder ein Video rausgebracht. Was ist denn jetzt hier los? Und ja, schöne Grüße gehen auch an dich raus, Raimi. Ja, kommen wir zur ITL. Fangen wir mal mit dem Micha an. Der Micha und ich, wir betteln uns jetzt. Der ein oder andere von euch wird das vielleicht in den Kommentaren gesehen haben. Denn ich habe ein Video kommentiert und hatte den Klugscheißer-Modus an. Ja, aber das hat der Micha mir gleich zurückgegeben, denn im letzten Video habe ich mich versprochen. Und ja, wir betteln uns da jetzt in Anführungsstrichen so ein bisschen. Viele liebe Grüße, Micha. Wir werden uns noch unterhalten über Lafetten, Tandem-Anhänger, Zentralachs-Anhänger. Genau, also macht riesig Spaß. Auch da wieder tolles Video. Du bist ja jetzt in Bialystok, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und wirst es beim nächsten Mal wohl knapp schaffen. Bis zu deinem Zielort Resekne. Irgendwie so hieß dieser Ort, meine ich noch in Erinnerung zu haben. So, Freunde, was war das denn jetzt hier? Das ist doch jetzt nicht wahr. Auf einmal löst sich der Stau auf. Das ist ja wirklich wie im Real Life. So, kann ich da noch rüber? Ja, kann ich. Denn auch hier wieder die zweite Spur nehmen. Jawohl. Und zack, 59 Euro bezahlt. An dieser Stelle schöne Grüße an die spanischen Steuerzahler. Ja, dann sind wir weiterhin bei der ITL. Bei ITL. Und zwar der Christian. Der Christian macht seine erste Tour in seinem, Achtung JJ, jetzt wird getriggert, in seinem DAF XG Plus. Ja, schicker LKW, Christian, auch von innen jetzt schön eingerichtet, gefällt mir gut. Du hast ja dein Köfferchen jetzt dabei, wo die wichtigen Sachen drin sind. Ich hatte erst böse Gedanken, was sich vielleicht in diesem Koffer befindet, aber Spaß beiseite. Toller LKW, Christian, DAF XG Plus, wie schon gesagt, auch drunter geschrieben. Ich war mit dem LKW immer sehr zufrieden. Schickes Auto. Ja, leider deine erste Tour total im Regen erstmal zu Anfang, beziehungsweise ist auch dolle nebelig bei dir. Aber ja, ich wünsche dir da, dass du mit dem DAF XG Plus genauso viel Glück und Freude hast wie ich. Bei mir war es halt damals ein Leasing-Rückläufer. Aber ja, ich wünsche dir da wirklich viel Spaß mit dem XG Plus. Ja, machen wir weiter mit V-Transporter Amon. Ja, vom Lukas gibt es noch nichts Neues. Der Lukas ruht sich scheinbar noch aus. Da war der Weihnachtsbaumtransport mit der mangelnden Ladungssicherung wahrscheinlich zu anstrengend. Aber auch an dich gehen Grüße raus, Lukas. Ja, der Michi Amon
Der überführt gerade den Tandemzug, den Renault Premium, zurück an die HM Trans. Ja, auch da schöne Folge, Michi. Da habe ich dir bereits in den Kommentaren auch schon geschrieben. Ich würde mir wünschen, dass du weiterhin diese Abwechslung in deinen Videos hast. Und das gefällt mir ganz gut. Ich schaue mir das gerne an, wenn dann auch mal wieder zwischendurch andere Sachen zu sehen sind. Von daher darf das gerne so bleiben. Ja, dann aber an die ganzen anderen YouTuber. Erstmal Tracker Andal. Tracker Andal hat einen Plattfuß in Dänemark. Auch an dich, Andal, wieder eine tolle Folge. Ich finde das gut, dass du jetzt dich auf Schüttgüter spezialisierst, außer auf Schrott. Du erzählst wieder auch aus dem Real Life, finde ich auch ganz gut, dass du auch Silo gefahren bist, bis vor, ich glaube, 2 Jahren, sagtest du. Da immer wieder toll, schaut bei Andal rein. Genauso wie bei allen anderen auch. Lasst Abos da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Kommentiert es. Auch da der ominöse Daumen-runter-Typ. Macht er ja auch permanent. Der Micha hat es ja auch in seinem letzten Video angesprochen. Und ja, schaut bei den Kollegen rein. Es machen alle wirklich ganz tollen Content. Egal wer es ist. Von der HM Trans über unseren ehemaligen Mitarbeiter Raimi bis hin zu V-Transporter Amon, der ITL. Also alle machen da ganz tollen Content. So, was ist das denn jetzt hier? Bin ich jetzt hier noch richtig? Ah, okay, man fährt hier so rum rein. Ja, wie ihr seht, also hier sieht man erstmal viel Müll. Aber wie ihr seht, ich war schon Ewigkeiten nicht mehr in Spanien. Oh, hier ist die Firma Maersk. Da wird sich der Raimi wahrscheinlich besser auskennen. So. Schnell noch vorher. So, das ist mal eine interessante Straßenführung hier. Ja, genau. Gönn dir. Das ist doch der gleiche braune Wagen wie eben, oder? Werde ich jetzt verfolgt oder gestalkt? Ich habe erst 145 Abonnenten, also ich glaube, da braucht man mich noch nicht stalken. Und wenn ich dann an dieser Stelle nochmal unseren Hermi erwähnen darf. Hermi, Wahnsinn. 1200 Abos. 1200 Abos, das ist so eine so große Zahl von Leuten, die deine Videos schauen. Also da nochmal Chapeau, Respekt. Das hast du dir echt verdient. Ja, und schönen Gruß natürlich an alle Abonnenten, die meine Videos auch schauen. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Also da kann ich immer wieder nur sagen, Chapeau. Gut, der Polizei wollte ich jetzt nicht die Vorfahrt nehmen. Jetzt kommt er wieder mit seinem international fahrenden Kranwagen. Ich glaube, den sieht man auch immer wieder. Hat er jetzt geblinkt oder nicht? Ich wollte gerade schon sagen, danke fürs nicht blinken. So. Machen wir auch. Ja, die Fähre steht hier schon bereit. Auch hier im Real Life kannst du nicht mal eben so auf die Fähre fahren. Hier schaffen wir es natürlich. Hier geht's. So, diese Auffahrten sind immer etwas holprig. Ja, hier geht's noch. Ja, dann schauen wir mal. So, also wir müssen nach Sassari, ne? Oder können wir direkt schon nach Palermo rüber? Nein. Also nach Marseille wollen wir nicht. Nach Neapel wollen wir nicht. Da, Porto Torres. Dann machen wir das mal. Ach, 12 Stunden nur. 827 Euro. Somit habe ich dann ja auch gleich schon wieder meine Fahrzeit im Sack. Denn ich habe mich jetzt hier ausgeruht. Ja, und wie wir sehen, ist es natürlich jetzt schon wieder duster.
Also wird es wohl wieder ein Blindflug. Es sind immerhin noch 675 Kilometer. Over 200 Meter, links der Abschlag. Ja, Links machen wir auch. abschlagen. Machen wir an, Frau Antje. Obwohl, ja, jetzt hätte ich auch die Ausfahrt nehmen können. Jetzt wird es halt ein bisschen enger hier. Aber der Vorteil ist beim Hängerzug, rechts kommt kein Sattel raus. Ja, passt ja wunderbar. Ja, ich muss mal schauen, wie weit ich euch jetzt noch mitnehme. Nehmen bei der Rotonde die erste. Ja, schick ist es hier. Aber kalt, 4 Grad. Ja, aktuell, das weiß ich, ist es in Italien ein bisschen wärmer. Denn bei uns ist es ja auch so. Momentan kein Winter. Ich habe heute Morgen noch gehört, in den deutschen Alpen ist kaum Schnee. In den österreichischen Alpen ist etwas Schnee. Auch da, wenn ich dich richtig verstanden habe, Wolli, du willst, glaube ich, Schnee fahren. Du willst, glaube ich, Skifahren in den Alpen. Auf der österreichischen Seite. Also ich denke, das sollte wohl klappen. Das sollte wohl funktionieren. Nehmen bei der Rotonde die zweite. Ja, die zweite nehmen wir natürlich. Ja, der Vorteil ist, dass nachts hier ein bisschen weniger Verkehr ist. Tagsüber könnte ich mir vorstellen, dass hier eine ganze Menge los ist. Verlassen wir. Ja, machen wir. Also ich schau mal, dass ich euch noch im Nachtflug hier mit über das Inselchen nehme. Ach, er wollte auch geradeaus. Okay, ja. So, jetzt habe ich mal zu spät geblinkt. Habe ich gerade gesagt, dass hier nachts bestimmt weniger Verkehr ist? Also irgendwas passt da wieder nicht. Ja, meine FPS-Zahlen gehen schon wieder nach unten hin. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, auch hier wieder neue Strecke. Bin ich hier noch nicht hergefahren. Erkunde ist wieder neu. Ja. Ein bisschen langsamer sollte ich vielleicht auch mal fahren. Denn die gute Ware vom Jack darf natürlich nicht kaputt gehen. Ja, hier bin ich also auch noch nicht gewesen auf dieser Map. Beziehungsweise ich war hier schon. Ich fahre jetzt auch noch auf der ERN, Allroadnet Map. Denn da haben ja unsere beiden Michis und Michas eine ganze Menge hier wieder für uns gestaltet. Und deshalb nutze ich diese Bahn jetzt erstmal weiterhin. Diese Bahn. Diese Map. Auch da, ich fahre ja zu Bella Ginotto, wenn ich in Palermo leer bin. Und auch da ist das natürlich von den beiden gestaltet worden. Das macht ja gerade auch dieses Gameplay aus. Der Michi hat schon in seinem letzten Video gesagt, er dankt da ja unter anderem auch allen für diese Freundschaft, die aus diesem Gaming entstanden ist. Und das sehe ich genauso. Wenn ich dann abends mal in den Discord komme, wenn ich diese Zeit finde, es macht immer wieder Spaß, mit den Kollegen darüber zu reden, was man so macht. Und man spricht ja auch das ein oder andere Private dann da. Und da ist dann schon mehr raus entstanden. Und auch da gebe ich dem Michi recht. Man hat alle noch nicht live gesehen, aber irgendwie ist man trotzdem schon miteinander
zusammengewachsen da durch dieses Storyplay. Das finde ich halt wirklich total toll und ich hoffe, dass wir uns wirklich mal alle im Real Life treffen. Dass wir dann alle zusammen sind und ja, mal quatschen können. Das würde mich freuen. Also auch da, ich bin in 2023 jetzt bestimmt wieder eine Menge mit dem Motorrad unterwegs. Und da ist natürlich Österreich auch immer ein tolles Ziel. Und ja, vielleicht klappt das ja mal, dass ich dann die ganzen Kollegen begrüße. Auf dem Weg hier oben aus dem Norden. So, was mit ihm? Also aus dem Norden heraus, dass ich dann in Richtung ja, JJ starte. Dann, wenn ich bei JJ gewesen bin, weiter zu Stefan fahre. Dann von Stefan aus ja, in Richtung Raimi und Hermi und Michi. Und auf dem Rückweg muss ich dann ganz außen rum, dann kann ich auch den Micha besuchen. Ja, also das wäre schon toll, wenn ich euch ganzen Verrückten dann alle mal sehe. Lukas natürlich mit inbegriffen. Ja, und vielleicht passt das ja an dieser Stelle dann auch mit der Stocktrans, dass ich da auch mal die Jungs der Stocktrans kennenlerne. Auch da gehen Grüße an euch raus. Unbekannterweise. Aber auch da bin ich bei den Kollegen. Ich kann nicht den ganzen Content immer schauen, denn da bin ich ehrlich. Von der Stocktrans habe ich jetzt ganz, ganz wenige Videos gesehen. Ich schaffe das nicht. Da auch, den die Kollegen immer wieder erwähnen, Wusel zockt. An dieser Stelle gehen auch mal Grüße an dich raus, falls du meine Videos schaust. Aber auch da bin ich bei Michi Amon, der die Tage jetzt noch sagte, da kommt zu viel Content, das schafft man nicht. Und ich habe ja auch noch andere Leute, denen ich folge. Aus meinen Freizeitinteressen heraus, Motorradfahrer, die Vlogs machen oder halt LKW-Fahrer. Und ich schaffe das nicht, alles zu schauen. Selbst da habe ich heißgeliebte YouTuber, die ich immer geschaut habe, wo ich momentan ebenfalls nicht hinterherkomme und es nicht schaffe, den Content zu schauen. Deshalb nochmal ein Gruß an alle, die YouTube-Gaming machen. Insbesondere jetzt ETS, ATS-Leute. Sind wir auch gerade beim Thema ATS. Da finde ich momentan gar keine Zeit für, da noch Videos zu machen. Denn ja, Real Life geht immer vor. Denn ich kann meine Arbeit nicht liegen lassen, weil ich hier ein YouTube-Video drehen muss. Ich glaube, wenn mein Chef das mitbekommt, der reißt mir den Kopf vom Hals. Deshalb also, ja, ich habe das ja eins bislang rausgebracht. Ich werde mal schauen, ob ich das irgendwie nochmal weiterführe. Da dann natürlich auch mit Text und mit Ton. Denn ich denke, ich werde davon abweichen und es nicht machen à la Truck-Taxi. Sondern da vielleicht auch noch ein bisschen erzählen. Aber momentan fehlt mir da wirklich echt die Zeit. Ja, ihr dürft natürlich auch weiterhin gerne hier drunter schreiben, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Schreibt es einfach in den Kommentaren, vielleicht lässt sich ja das ein oder andere noch realisieren. Vielleicht kann ich das ein oder andere ja noch machen. Denn da, natürlich mache ich das, weil mir Spaß macht. Aber natürlich möchte ich euch Verrückten ja auch alle damit bedienen, dass ihr hier einen ja, vernünftigen Content bekommt. Und ja, schreibt es einfach mal drunter, was ihr haben wollt, was ihr euch wünscht. Vielleicht lässt es sich realisieren. So, das Elefantenrennen hier vorne geht auch schon ein bisschen länger. So, ich hoffe, ich habe jetzt auch alle erwähnt und keinen vergessen. So, Abstand halten, auch ganz wichtige Regel. Halber Tacho. 50 Meter sollen es beim LKW schon sein. Die habe ich hier natürlich nicht. Ich weiß auch nicht, was der Kollege jetzt links hier neben mir vorhat. Er fährt weiterhin schön mit seinen 81.
Ich kann nicht schneller werden, weil vor mir der Kollege auch nur 81 fährt. Ja, im wahren Leben wäre die Distanzregelanlage jetzt aktiv. Das Radar hat der Scania ja hier auch im Game davor. Aber ja, das funktioniert ja noch nicht so richtig. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, dass es so richtig funktioniert. Oh, ich sehe das nächste Fragezeichen auf meiner Map. Also wie gesagt, hier unten war ich äußerst selten. Machen wir. Oh, zum Flughafen. Okay. So, dann können die beiden noch weiter ihr Elefantenrennen da machen. Und wieder sinken meine FPS-Zahlen. Jo. Over 200 Meter, links der Abschlag. Ich glaube, ich muss mal wirklich meine Mods nachschauen, woran es liegt. Oder ob es wirklich an OPS liegt. So, hier ist ein Stoppschild, das wollen wir natürlich beachten, aber hier ist wieder die überaus intelligente KI. Ja. So, da kommt keiner mehr. Vielen Dank an alle. Achtung, Stefan. Ah, okay, hier scheint schon die Fähre zu sein. So, auch da, wie in einem der vergangenen Videos erwähnt, auch wie da im Real Life, wenn du in Italien bist mit dem LKW, versuch immer beide Spuren zu nehmen, aber trotzdem versuchen sich nur einige daneben herzudrängen. Wo es besonders schlimm ist, kann ich euch mal empfehlen, mit dem LKW in Rom, rund um Rom, in den sogenannten Speckgürtel von Rom. Wahnsinn, was ich da schon erlebt habe im Real Life. Die quetschen sich wirklich überall an jeder Ecke nochmal dran vorbei. Ganz schlimm da die Rollerfahrer. Also für die gelten scheinbar komplett andere Regeln. Ja, erster Aufenthalt in Caligari. Caligari, mein Gott, Heuwägelchen. Ja, da sieht man auch schon die Fähre. Ja. Ja, und dann bin ich gespannt, wie weit es da noch ist nach Palermo. Beziehungsweise ich komme ja in Palermo raus, aber wie weit es noch bis zum Kunden ist. Weil davon würde ich abhängig machen, ob ich euch dann bis dahin mitnehme. Ob ich dann beim nächsten Mal euch mitnehme zur Fahrt zu Bella Ginotto. Schauen wir mal. Das Video hat ja jetzt schon einige Minuten. Gut, bei Spielfilmlänge sind wir noch nicht. An dieser Stelle geht ein Gruß wieder an JJ raus. Da ist das ein oder andere Video ja doch mal ein bisschen länger. Ich bin auch gespannt, wie lange gleich die Fährfahrt hier dauert. Bleib auf der Rechterbahn. Natürlich. Uhr 32 und so viel Verkehr hier. Ja, hier ist 40. Hier wird peinlichst genau 40 gefahren. Ich fahre 48. In Italien auch teuer. Wenn man sich dort erwischen lässt. Ja, Strich 40. Wäre im Real Life übrigens auch nicht so. Auslegungssache. Ja, im Real Life habe ich es jetzt auch bis auf Sizilien noch nicht geschafft. Also da Straße von Messina, bis dahin bin ich schon runtergekommen im Real Life mit dem LKW. Wo dann wirklich die Fähre rüber ist, aber das war es dann auch schon im Real Life, also ganz bis unten runter. Selbst auf Sizilien bin ich noch nicht gewesen. Naja, vielleicht schaffe ich das irgendwann nochmal.
So, da sind wir schon im Hafen. Natürlich steht hier auch schon wieder die Fähre bereit. So, let op, Drempels. So würde es jetzt im Niederländischen hier stehen. Auch da, ich habe mir jetzt kürzlich dann, nachdem ich mich ja habe von Andal so anfixen lassen, die Maghreb-Map runtergeladen von der ProMods. Und da bin ich über ein Schlagloch gefahren. Ja, das hatte ich falsch eingeschätzt. Danach kam dann das Bergungsunternehmen und musste mich da rausholen. Das war also wirklich ein Schlagloch. Ich habe abgehoben. Ich bin da mit dem Jumbo, mit dem Tandemzug gefahren, den ich habe. Und da habe ich abgehoben. So. Sind wir auch schon wieder auf der Fähre? Dann wollen wir mal schnell die Ketten anschlagen. Ah, nach Palermo. Und aufbrechen. 12 Stunden. Natürlich. Das würde dann im Real Life wieder heißen. Schön die Pause voll gemacht. Im Real Life werden die LKWs natürlich auch noch angebunden. Und ja, da passiert ja noch eine ganze Menge mehr. So, willkommen im wunderschönen Palermo. Aber wir haben hier, ja, 10 Grad. Aktuell ist es in Spanien, in Italien irgendwie, im Norden zumindest, so um die 12 Grad, 13 Grad habe ich diese Woche mitbekommen. Und ja, 5 Kilometer haben wir noch zum Kunden hier. Natürlich nehme ich euch bis dahin noch mit. Die Fahrt zu Bella Ginotto mache ich dann mal nicht mehr, weil das Video schon so lang ist. Da schaue ich mal, ob ich euch dann nächste Woche wieder mitnehme, wenn ich hier von Palermo aus zu Bella Ginotto fahre. Denn von da aus soll es ja wirklich in Richtung Marseille wieder gehen. Das wird dann wahrscheinlich auch die Tour beim nächsten Mal dann sein. Finde ich ganz gut, wenn das von der Dispo her so schön klappt, dass es wirklich ein Rundlauf wird, dass der Jack halt sagt, okay, ich habe da jetzt gerade aktuell nichts, mach das doch bitte mal. Von daher finde ich das wunderbar. So, der will da abbiegen. Okay. Da kam kein Fußgänger, Ampel auch schon rot. Ja, das pulsierende Leben im Süden von Italien. Ich bin jetzt gespannt, wie das beim Kunden hier aussieht, denn auch hier bin ich noch nicht gewesen. Da will ich dann mal die letzten 4 Tonnen abladen. Von hier zu Bella Ginotto ist es auch nicht so weit. Ich weiß auch jetzt nicht, ob ich jetzt gleich die Hebebühne brauche oder ob ich nur die Seite aufmachen muss. Das werde ich dann sehen. Denn dieser LKW hat ja den riesengroßen Vorteil, dass ich die seitlichen Türen habe, dass ich sowohl von der Seite entladen werden kann, das ist ja beim Kofferzug wirklich selten, und dass ich natürlich von hinten abladen kann, gegebenenfalls auch von hinten alleine abladen kann. Denn ich habe ja an der Zugmaschine oder am Motorwagen als auch am Anhänger die Hebebühne dahinter. Beim LKW vorne hier die Klapphebebühne, die Falthebebühne und am Auflieger, am Anhänger ja die ganze. Und ja, Hubwagen habe ich dann auch dabei. Dann ist das ja ganz gut. Also bislang sind auch die ganzen Befürchtungen noch nicht eingetreten, dass ich jetzt immer nur diesen innerstädtischen Verkehr habe. Wer weiß, was da noch kommt, was der Jack noch an Kunden bevorratet. Ich lasse mich da überraschen. Auch da, vielleicht muss ich ja mal wieder nach Paris rein. Da habt ihr ja auch schon die eine Folge von mir gesehen. In Paris unterwegs. Ja, hier stehen noch ein paar leere Kisten. In Deutschland auch unmöglich, da stehen die Fahrräder einfach so geparkt. Da wäre schon längst das Ordnungsamt da und würde sagen, dass man die Fahrräder da so nicht parken kann. Ja, wunderschöne Gegend hier, mir gefällt das. Spanien, Italien,
meine favorisierten Ziele. Aber natürlich auch die Niederlande. Aber ich muss sagen, hier Spanien und Italien finde ich schon ziemlich töfte. So, Junge. Wer weiß, wie weit der vorfährt. Ne, der bleibt mal passend stehen. Over 200 Meter, rechts der Aufschlag. Ja. Rechts Aufschlag. Jetzt auch nochmal gucken hier. Nirgendwo ein LKW-Verbotsschild. Weil das passiert dir sonst auch. Ich meine, hier sind die Gassen jetzt noch nicht ganz so klein und schmal. Oh, ein Renault-Händler entdeckt. Das heißt, hier gibt es Renault Premium. Ach, da steht schon einer in weiß. Vielleicht ist der für Bella Ginotto. Nein, bei der Rotonde, die zweite. Ja. Schienenfahrzeuge haben immer Vorrang. Ja, schön abgewürgt. Wie war das eben noch zu Anfang des Videos? An Schalten habe ich mich wieder gewöhnt. Ja, ja. Ja, das Video fing an mit einem Sonnenaufgang. Das Video endet mit einem Sonnenuntergang. Besser kann es ja gar nicht sein. Die sogenannte Trucker-Romantik. Einmal in Spanien, einmal in Italien. Das ist ja herrlich. Das macht Spaß. So, ist das hier schon der Kunde? BRT, ja. Sieht zumindest so aus, ne? Ja, dann werde ich doch hier mal drauf fahren. Jawohl. Vielen Dank. So, dann werde ich den Zug erstmal hier draufziehen. Damit wir die Straße frei machen. Ja, und dann werde ich mal hier ins Büro gehen, wenn ich denn eins finde. So, hinten müsste alles frei sein. Ja, Tor geht schon wieder zu. Ja, hier wird wohl irgendwo eine Anmeldung sein. Ja, da denke ich. Ja, komm, das Stückchen ziehe ich mal noch vor. So. Ja, wir sind angekommen. Ich werde jetzt mal hier ins Büro gleich reingehen, mich anmelden, schauen, wo ich hier abladen muss. Dann danke ich euch wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, diese Folge hat euch wieder einmal gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da für diejenigen, die dieses Video geschaut haben ohne Abos. Auch da nochmal, kostet kein Geld. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Wir hören dann spätestens nächste Woche Freitag wieder voneinander. Ja, macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Harry de Jong.